Prima. Herzlich willkommen zur Vorlesung heute. Schön, dass Sie sich wieder durchringen konnten zu kommen und unter den verschiedenen Optionen, die Sie haben, die gewählt haben, hier zu erscheinen. Ich will es versuchen, wieder für Sie lohnend zu machen. Es soll heute wiederum über ein Thema gehen aus dem Bereich der Befehlssatzarchitekturen. Und zwar werden wir heute ganz konkret behandeln das Thema VLIW und EPEC-Prozessoren. Dieses Thema kann man ganz gut motivieren, indem man zunächst einmal wieder auf dieses Diagramm verweist. Dieses Diagramm, welches jetzt die Energieeffizienz von verschiedenen Prozessoren dann in Relation sieht. Und wir hatten ja festgestellt, dass wir gerne in dieser rechten oberen Ecke hier sein wollten, in dieser sogenannten süßen Ecke. Und irgendwie wollen wir versuchen, möglichst energieeffizient zu werden. So, um uns zu überlegen, wie wir energieeffizient werden können, müssen wir uns einige Grundtatsachen über die CMOS-Technologie vor Augen halten, die der Mehrzahl der fabrizierten Schaltungen zugrunde liegt. Dafür müssen wir im Wesentlichen zwei Gleichungen kennenlernen und auf der Basis dieser beiden Gleichungen werden wir dann verstehen, warum man bestimmte Architekturentscheidungen trifft. So, die erste dieser beiden Gleichungen ist die Gleichung, die sagt, wie groß ist der Leistungsverbrauch von CMOS-Schaltungen in Abhängigkeit von verschiedenen Werten, von der sogenannten Lastkapazität. Das ist die Kapazität, die am Ausgang einer bestimmten Transistorschaltung liegt, also eine interne Kapazität. Es spielt weiterhin eine Rolle die Betriebsspannung, und zwar geht diese ins im Quadrat ein. Und wir haben weiter die Frequenz, mit der wir diese Schaltung takten. Es gibt hier noch eine sogenannte Schaltaktivität, die jetzt die Tatsache berücksichtigt, dass manche Signale, interne Signale, nicht mit jedem Takt dann eine Flanke haben. Umso häufiger diese Signale dann tatsächlich sich tatsächlich ändern, umso größer müsste hier der entsprechende Wert von Alpha sein. Entscheidend ist hier an dieser Stelle, dass hier diese Betriebsspannung quadratisch eingeht. Das kann man insofern verstehen, als die Leistung ja einmal abhängig ist von der Spannung und zum anderen von dem Strom, zumindest vom mittleren Strom. Und insofern wissen wir, dass es da einen Grund gibt, warum die Spannung schon mal mit einem Faktor eingeht. Es ist aber weiter auch so, dass praktisch die Menge der Ladung, die wir auf diese Kapazität draufbringen, auch wiederum proportional ist zu der Spannung, sodass wir von dort her dann eben diesen quadratischen Effekt haben. Das ist die eine Gleichung, die wir brauchen, um zu verstehen, welche Entscheidung man trifft. Die andere Gleichung bezieht sich auf die Verzögerung von irgendwelchen Flankenwechseln in CMOS-Schaltung. Und zwar kann man dort sehen, dass diese Verzögerung wiederum proportional ist zu dieser Lastkapazität. Umso größer sie ist, umso länger muss ich an der Stelle warten. Und dann geht hier wiederum die Betriebsspannung ein, allerdings hier an der Stelle auch im Nenner. Und im Nenner gibt es weiter eine sogenannte Schwellenspannung. Eine Schwellenspannung ist eine Spannung, die sich aus der Art und Weise ergibt, wie eine solche Schaltung gefertigt wird. Wir können der Einfachheit halber einmal annehmen, dass diese Schwellenspannung sehr viel kleiner ist als die Betriebsspannung. Das stimmt in Wirklichkeit nicht mehr so ganz richtig, aber so im Zuge einer ersten Näherung nehmen wir mal an, sie sei kleiner als diese Betriebsspannung. Und dann können wir an der Stelle hier die Betriebsspannung einmal kürzen und können sagen, dass die Verzögerungszeit umgekehrt proportional ist zu dieser Betriebsspannung. Unter der Voraussetzung, genau genommen, dass diese Schwellenspannung sehr viel kleiner ist als die Betriebsspannung. Wie gesagt, so ganz genau stimmt das eigentlich nicht mehr. So, wenn wir uns diese beiden Gleichungen ansehen, dann stellen wir fest, die Verkleinerung der Betriebsspannung führt dazu, dass die Leistung sich quadratisch reduziert, wohingegen die Laufzeit nur linear zunimmt. Das bedeutet an der Stelle, dass wir einen gewissen Vorteil haben für eine gewisse Reduktion der Betriebsspannung um einen gewissen Faktor. Haben wir einen quadratischen Effekt in Bezug auf die Leistung, aber nur einen linearen Effekt in Bezug auf die Laufzeit. Also wir haben hier bestimmte Näherungen durchgeführt,
Man kann sich fragen, wie sieht es denn in der Praxis aus? Wir waren mit unserem Forschungsprojekt vor gut einem Jahr bei der Firma IBM in Böblingen. Und dort haben wir mal nachgefragt, wie sieht es dann bei den Schaltungen aus, die dort gefertigt werden für Großrechner, die Firma IBM verkauft. Und dort hat man uns gesagt, in der Praxis ist dieser Effekt, den wir hier links gesehen haben, sogar eher noch ausgeprägt. Man beobachtet in der Praxis über den Bereich der Betriebsspannung, die man dort praktischerweise verwendet, eher ein kubisches Verhalten. Das heißt, dieser Unterschied ist sogar noch größer. So, diese Tatsache führt dazu, dass man begründen kann, dass das parallele Ausführen von Operationen mit einem relativ gemächlichen Tempo leistungsmäßig günstiger ist, als würde ich immer nur eine Operation ausführen und die dann relativ schnell. So, man kann sich diese Argumentation wie folgt vor Augen halten. Wir haben hier einmal als Basisgleichung, die sagt, dass die Leistung quadratisch mit der Betriebsspannung steigt. Zum anderen weiß ich, dass die Verzögerungszeit umgekehrt proportional ist zur Betriebsspannung, beziehungsweise die Frequenz, mit der ich so etwas takten kann, ist dann proportional zu der Betriebsspannung. Ich kann jetzt davon ausgehen, dass ich ursprünglich ein Programm habe, bei dem ich immer nur eine Operation zur Zeit ausführe, dass ich dafür eine ganz bestimmte Leistung aufwende. Nehmen wir an, dass die für diese Betrachtung hier konstant sei. Und ich stelle mir weiter vor, ich habe zunächst einmal für dieses Programm eine bestimmte Laufzeit T, die fest sei. Dann nehme ich vereinfachend an, dass die Laufzeit umgekehrt proportional ist zu der Frequenz, mit der ich dieses System takten kann. Das ist auch eine gewisse Vereinfachung, bei der ich praktisch nur den Prozessor betrachte, bei der ich irgendwelche Wartezeiten auf dem Speicher ignoriere. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass ich dazu übergehe, statt immer nur eine Operation auszuführen, führe ich jetzt als nächstes Alpha-Operationen mit jedem Takt aus. Und wenn ich das so tue, dann kann ich meine Taktfrequenz reduzieren auf einen Wert der ursprünglichen Frequenz geteilt durch Alpha. Und wenn ich das so tue, dann kann ich auch die Betriebsspannung durch den Faktor Alpha dividieren. Und ich weiß dann, dass ich pro einzelner Operation meine Leistung reduziere auf einen Wert, der dem ursprünglichen Wert geteilt durch Alpha Quadrat entspricht. Da ich jetzt insgesamt aber Alpha-Operationen ja parallel ausführe, ist der Wert der Leistung, die ich dort insgesamt aufwende, Alpha mal so groß. Das heißt, die Leistung, die ich insgesamt aufwende, ist gleich der ursprünglichen Leistung geteilt durch Alpha. Jetzt möchte ich weiter annehmen, dass mein Programm insgesamt genauso schnell ausgeführt werden soll wie vorher auch. Das heißt, meine neue Zeit soll gleich der alten sein. Und dann kann ich mir überlegen, wie groß ist meine neue Energie, die ich aufwende. Ja, die neue Energie ist gleich der neuen Leistung mal der Zeit. Und dort kann ich dann den Wert hier oben für die neue Leistung einsetzen. Und ich stelle fest, die neue Energie ist gleich der alten dividiert durch Alpha. Das bedeutet also, durch dieses parallele Ausführen von Alpha-Operationen kann ich meinen Energieaufwand um den Faktor Alpha reduzieren. Oder etwas umgangssprachlich ausgedrückt im Rahmen der Näherung, die ich hier durchgeführt habe, es ist besser, relativ viele Operationen gemächlich parallel auszuführen, statt immer nur eine Operation und die dann aber immer ganz schnell ausführen zu müssen, damit ich insgesamt mit derselben Laufzeit auskomme. Ja? Also von daher sehe ich, es ist also sehr gut, Dinge parallel auszuführen und mir dann für die einzelne Ausführung einer Operation relativ viel Zeit zu lassen, weil ich auf diese Art und Weise dann mit niedrigeren Betriebsspannungen arbeiten kann und dadurch spare ich einfach Energie. So, dieses Argument gilt im Grunde für jede Form von Parallelausführung. Und wir werden sehen, dass sich das in der einen oder anderen Form bei Parallelausführungen dann auswirken wird. So, wenn ich dieses Argument so sehe, dann kann ich mir überlegen, wie führe ich dann parallel aus? Und da kann man sich einmal vorstellen, dass man möglichst dabei bleiben möchte, dass man die klassischen x86-Befehlsschnittstellen hat. Wir wollen also einen ganz normalen Befehlssatz, wie beispielsweise in unserem Laptop verwenden. Und wollen die Parallelität vielleicht dadurch herstellen, dass wir möglichst viele von diesen Befehlen parallel ausführen.
Wir haben das in einer sehr einfachen Form schon mal in den Rechnerstrukturen gesehen, wo manche Versionen von diesen Pentium-Prozessoren dann mehrere Fließbänder haben. Wir könnten uns vorstellen, wir wollen in der Hardware einfach erkennen, welche von den Befehlen können wir parallel ausführen. Wir sprechen in dem Kontext, in dem wir versuchen, mit jedem Takt mehrere Befehle zu starten, von sogenannten superskalaren Prozessoren. Prozessoren, bei denen wir versuchen, im Mittel weniger als einen Takt pro Befehlsausführung zu erreichen. Damit das funktioniert, müssen wir einen gewissen Aufwand treiben. Wir müssen Aufwand treiben, den man hier auf diesem Layout erkennen kann. Dies ist ein Layout eines etwas älteren Pentium-Prozessors, wo wir sehen zum Beispiel das Rechenwerk, das ist hier relativ klein am rechten oberen Rand. Natürlich belegt der Cache hier eine gewisse Fläche. Aber damit wir diese Parallelausführung dann hinbekommen, müssen wir uns überlegen, welche Befehle können wir dann parallel ausführen, ohne die Semantik des Programms zu ändern. Wir müssen also möglicherweise mehrere Befehle uns ansehen, müssen gucken, können wir die parallel ausführen, ohne dass wir die Semantik ändern. Und dabei dürfen wir uns möglichst nicht davon bremsen lassen, dass vielleicht zwischendurch noch einzelne Befehle vorkommen, die wir nicht parallel ausführen können. Zum Beispiel könnte es sein, wir haben einen Integer-Befehl gefolgt, von einem Gleitkomma-Befehl gefolgt, nochmal von einem Integer-Befehl. Wenn jetzt die Gleitkomma-Einheit aber noch beschäftigt ist, die ist üblicherweise ein bisschen langsamer, dann wollen wir vielleicht trotzdem die Möglichkeit haben, beide Integer-Befehle gleichzeitig auszuführen. Das funktioniert nur, wenn wir es erlauben, dass sich Befehle gegenseitig überholen. Das funktioniert nur, wenn wir es erlauben, dass die Befehle dynamisch umsortiert werden im Rahmen der semantischen Äquivalenzen, die dort natürlich sichergestellt sein müssen. Und damit wir dieses dynamische Umsortieren durchführen können, brauchen wir hier relativ viel Chipfläche. Das ist hier diese Fläche 5. Und wir brauchen hier diese Fläche 6, um uns zu überlegen, wo wir jeweils bestimmte Ergebnisse aufbewahren. Wir sehen, dass also relativ viel Fläche hier gebraucht wird für dieses dynamische Umsortieren, im Grunde mehr als für das eigentliche Rechnen. So, das bedeutet, dass wir zu einer Situation kommen, wo es schwierig ist, tatsächlich mehr als einen Befehl pro Takt zu starten. Denn dieses Starten von vielen Befehlen pro Takt führt dazu, dass der ganze logische Entwurf verhältnismäßig schwierig wird. Der Bob Rau, einer der Verfechter der VLEW-Architekturen, hat mal gesagt, the only ones in favor of superscalar machines are those who haven't built one yet. Man kann sich vorstellen, umso mehr man Dinge parallel ausführt, umso schwieriger wird es, das parallel hinzubekommen. Man kann sich auf der anderen Seite überlegen, was man denn sonst für Möglichkeiten hätte, Dinge parallel auszuführen, vielleicht irgendwie dann eine Beschleunigung zu erreichen. Eine Möglichkeit wäre, dass man versucht, ganz viele Fließbandstufen zu erbauen. Das heißt also jetzt nicht nur so viele Fließbandstufen, wie wir in der Grundvorlesung kennengelernt haben, mit 4 Fließbandstufen, sondern wir könnten uns vorstellen, wir machen ganz, ganz viele Fließbandstufen, sodass wir in jeder einzelnen Stufe nur sehr wenige Logikebenen haben, vielleicht nur 2 Logikebenen, sodass wir nur 2 Gatterlaufzeiten brauchen und auf diese Art und Weise dann ein solches Fließband mit ganz vielen Stufen vielleicht relativ schnell takten können, ohne dass die einzelnen Gatter dazwischen sehr schnell sein müssen. Aber solche Systeme mit sehr vielen Fließbandstufen sind sehr schwierig, dann fehlerfrei zu realisieren. Wenn man sich beispielsweise ansieht, gewisse Listen von Fehlern, die sich in erhältlichen Prozessoren befinden, dann stellt man fest, dass dabei einige Fehler durch diese Fließbandentwürfe entstehen. Da stellt man fest, wenn man zunächst einen bestimmten Befehl ausführt und 13 Befehle später kommt ein ganz bestimmter anderer Befehl und die greifen auf bestimmte Speicherseiten zu, dann kann es passieren, dass dieser Rechner nicht richtig rechnet. Also das sind solche Dinge, die durch solche sehr tiefen Fließbänder entstehen. Also solche tiefen Fließbänder sind auch nicht sehr schön. Und Taktraten selber zu erhöhen, das heißt also nicht so viele Fließbandstufen vorzusehen, relativ viel Logik in den einzelnen Stufen vorzusehen, dann einfach schneller zu takten, das geht auch nicht so richtig, weil wir ja gesehen haben, dass das relativ viel Energie verursachen würde, relativ viel Energieverbrauch verursachen würde.
Von daher werden wir diesen Punkt hier, Beibehaltung der alten Befehlssatzschnittstelle, mal etwas zurückstellen und werden später nochmal im Rahmen dieser Vorlesung darauf zurückkommen, werden uns im Moment aber jetzt mal umsehen nach alternativen Möglichkeiten, eine möglichst gute Performance zu erreichen, ohne dass es schrecklich viel Energie kosten wird. Wir werden uns dabei zunächst ansehen, eine Möglichkeit, relativ lange Befehlsworte zu verwenden. Und wir werden in der nächsten Stunde noch auf andere Möglichkeiten eingehen und im zweiten Teil dieses Kurses auch dann auf Multicores, was wiederum auch eine Möglichkeit ist, dann eine relativ hohe Performance bei moderatem Energieeinsatz zu erzielen. So, also wir gehen hier auf diese Architektur über, bei der wir jetzt auch versuchen, durch parallele Ausführung von Operationen dann mit einem moderaten Energieeinsatz auszukommen. So, und dazu verwenden wir relativ lange Befehlsworte, um verschiedene Recheneinheiten dann parallel anzusprechen. Die Idee ist hier auf dieser Folie wiedergegeben. Wir sehen hier, dass wir hier einen Speicher haben mit relativ vielen Ports. Wir haben hier einzelne arithmetisch-logische Einheiten. Wir haben hier noch einen Speicher. Und all diese Einheiten, so ist die Idee, sprechen wir an durch ein verhältnismäßig langes Befehlswort. Und alle diese Operationen, die hier ausgeführt werden können, die können wir parallel ausführen und eben, wie gesagt, dabei mit einer moderaten Taktrate, sodass unser Energieaufwand nicht zu hoch wird. Das ist im Grunde diese Grundidee dieser sogenannten VLEW-Architektur. Der Name rührt daher, dass wir für solche Architekturen relativ lange Befehlsworte brauchen. So, man sagt ja immer, man soll Studierende möglichst da abholen, wo sie sich sozusagen vor dem Kurs befinden, bei dem Wissensstand abholen, den sie vor dem Kurs haben. Und zu diesem Zweck möchte ich an der Stelle nochmal wieder aufbauen auf Rechnerstrukturen. Sie erinnern sich vielleicht ganz schwach daran, dass wir dort eine mikroprogrammierte Realisierung der MIPS-Maschine kennengelernt haben. Und zwei der Folien habe ich hier zu einer Folie mal zusammengefasst. In den Rechnerstrukturen haben wir einmal angesprochen, hier das Rechenwerk einer solchen mikroprogrammierten MIPS-Maschine. Und hier oben im Blau sehen Sie das dazugehörige Steuerwerk. Ich habe also nur die Inhalte von zwei Folien hier dann passend zusammengestellt. So war jedenfalls die Idee dieser Mikroprogrammierung dort für die Realisierung einer MIPS-Maschine. Und was man mit einer VLEW-Maschine macht, das kann man relativ leicht und natürlich erklären, indem man einfach sagt, das ist eigentlich die natürliche Erweiterung der Mikroprogrammierung um mehr Parallelität. Das heißt, alles, was wir machen, ist, dass wir dieses Befehlswort an der Stelle etwas breiter machen. Und dass wir mit den zusätzlichen Steuerbits, die wir zur Verfügung haben, dann weitere funktionale Einheiten ansteuern. Das muss jetzt nicht hier der geringen Breite hier tatsächlich entsprechen, sondern wir können uns vorstellen, dass dieses in Bits gemessen jetzt deutlich breiter ist als hier jetzt in Zentimetern gemessen. So, das ist die Grundidee, wobei wir jetzt uns weiter vorstellen, dass wir als Programmierschnittstelle dann an dieser Stelle diese Mikrobefehle nehmen und dass wir im Grunde nicht mehr darauf Bezug nehmen müssen, dass wir hier ursprünglich mal eine Maschinenprogrammierung haben. Also von daher können wir sagen, eine solche Mikroprogrammierung ist sozusagen der Ursprung für die Idee einer solchen VLEW-Maschine. Man spricht in dem Kontext auch von der sogenannten horizontalen Mikroprogrammierung, weil diese Worte eben sehr breit sein können, weil wir Maschinenbefehle nicht dadurch realisieren, dass wir sehr viele Mikrobefehle nacheinander ausführen. Das wäre eine sequentielle oder vertikale Mikroprogrammierung, sondern wir haben diese horizontale Mikroprogrammierung mit relativ breiten Steuerworten. So, von daher wissen wir, dass die Mikroprogrammierung sozusagen der Ursprung für die VLEW-Maschinen ist. Und insofern können wir bei der Betrachtung der Meilensteine für VLEW-Maschinen starten mit dem Ursprung der Mikroprogrammierung überhaupt. Die Mikroprogrammierung wurde ursprünglich vorgeschlagen von Maurice Wilks. Maurice Wilks hat am Anfang der 50er Jahre einmal beschrieben, wie man seiner Meinung nach am besten einen Maschinenbefehlssatz implementieren sollte.
Und aus seiner Publikation dazu stammt diese Zeichnung, die Sie hier sehen. Da kann man sich hier dieses Register vorstellen als unser Mikroprogramm, als unser Mikroprogrammzähler. Und wir sehen also hier, dass wir an der Stelle dann aus diesem Mikroprogramm heraus eine Dekodierung vornehmen, dass wir dann hier zu einer Speicherung der einzelnen Kontrollinformationen kommen. Diese Kontrollinformationen, die Sie hier sehen, das sind im Grunde genau die Kontrollinformationen, die wir hier vorher in diesem Speicher gesehen haben. Einmal dienen sie dazu, jeweils immer bestimmte Teile des Rechenwerks anzustoßen. Und zum anderen haben wir hier einen Teil, der dazu dient, jetzt zu sagen, wie der nächste Zustand an der Stelle berechnet werden soll. Das sehen wir hier in diesem Vorschlag von Wilks schon praktisch in identischer Form. Wir sehen hier, das sind die Bits, die dazu dienen, das Rechenwerk anzusteuern, und dieses hier sind die Bits, die dazu dienen, zu entscheiden, wie der nächste Zustand angesteuert wird. Und im Grunde unser Adressdecoder, den ich ja bei Speichern immer einzeichne, der entspricht praktisch hier diesem sogenannten Decoding Tree in der ursprünglichen Publikation von Wilks. Also in dem Sinne ist sozusagen, kann man sagen, dass diese VLIW-Idee eigentlich mit auch auf den Maurice Wilks zurückgeht. So, in Bezug auf die Mikroprogrammierung kann man dann sagen, dass weiter so im Rahmen der 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhunderts Mikroprogrammierung sich immer stärker verbreitet hat. Man hat gesehen, dass das eine sehr schöne strukturierte Methode ist, um die Befehlssätze von Großrechnern zu realisieren. Man hat dort teilweise wiederbeschreibbare Programmspeicher eingesetzt. Das hatte den Vorteil, dass man auf diese Art und Weise Fehler in der Realisierung leichter dann wieder reparieren konnte. Also angenommen, man hat dort zum Beispiel zunächst mal, sagen wir mal, einen falschen Gleitkomma-Algorithmus eingebaut gehabt. Dann konnte man einfach in diesem Mikroprogrammspeicher dann neuen Code einspeichern. Man konnte auf diese Art und Weise diese Großrechner quasi reparieren. Teilweise hat man dort mit beschreibbarem Mikroprogrammspeicher gearbeitet. Es gab teilweise die Idee, dass man für manche Programmiersprachen dann auch eine passende Unterstützung im Mikroprogramm realisiert. Also beispielsweise würde man heute auf die Idee kommen, einen Java-Interpreter zum Beispiel in Form eines Mikroprogramms dann vorzusehen, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht Java schneller realisieren kann als auf der Ebene der Maschinenprogramme. Leider gab es zu diesen alten Mikroprogrammspeichern für mich verfügbar im Moment keine grafischen Darstellungen, die gezeigt haben, wie breit, wie groß diese Mikroprogramme waren. Sie hatten allerdings, weiß ich aus der Erinnerung, auch eine relativ moderate Wortbreite und erlaubten eine gewisse Parallelität, sodass man von daher eben auch versucht hat, dann diese Parallelität zu nutzen. Als weiteren Meilenstein kann man erwähnen sogenannte Bit-Slice-Prozessoren, die für eine gewisse Zeit eine relativ große Bedeutung hatten. Bit-Slice-Prozessoren sind Prozessoren, die praktisch das Rechenwerk eines Rechners für eine gewisse Menge von Bits bereitstellen. Hier hätten Sie eine schematische Darstellung des Rechenwerks, wie es in dem Bit-Slice-Prozessor AMD 2901 vorhanden ist. Da haben wir hier eine arithmetisch-logische Einheit. Hier haben wir noch eine Möglichkeit, die Argumente für diese Einheit zu wählen. Und hier gibt es für 4 Bit realisiert den Registerspeicher und hier ein weiteres zusätzliches Register. Man kann jetzt, wenn man will, von diesen sogenannten Bit-Slice-Prozessoren einfach eine gewisse Reihe nehmen und zum Beispiel 4 davon dann zusammenschalten, um auf diese Art und Weise dann das Rechenwerk eines 16-Bit-Rechners zu haben. Das wären also so 4 Stück, die ich davon nehmen müsste. Das Ganze würde ich ergänzen um einen solchen Programmablaufchip, um zu sagen, wie berechne ich jeweils den nächsten Folgezustand. Ich würde einen Programmspeicher, würde einen Datenspeicher dazu bauen und hätte dann aus einigen Chips realisiert dann einen kompletten 16-Bit-Rechner. In dieser Form wurde das auch benutzt. Es gibt eine Reihe von kommerziellen Rechnern, die auf der Basis dieser Bit-Slice-Prozessoren aufgebaut waren.
Wenn man ansonsten nur eine kleinere Integrationsdichte zur Verfügung hatte, dann sind diese Bit-Slice-Prozessoren schon mal eine Möglichkeit, um die Chip-Anzahl bei der Rechnerrealisierung etwas zu reduzieren. Also rein historisch ist das sozusagen eine Technik, die für eine gewisse Weile dann wichtig war. Hier oben sehen Sie insgesamt 9 Mikrobefehlsbits, mit denen man dann diesen Teil des Rechenwerks dann steuern konnte. Das Ganze wurde dann ergänzt um weitere Mikroprogrammbits, sodass man insgesamt auf die Wortbreite gekommen ist, die man jeweils brauchte, um den ganzen Rechner zu steuern. So, als weiteren Meilenstein kann ich an der Stelle eigene Arbeiten anführen. Es ist mir eine Freude, an der Stelle eigene Arbeiten anzuführen. Auf der Basis von Ideen meines Doktorvaters, das ist Herrn Zimmermann, haben wir uns in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts damit beschäftigt, aus Algorithmen heraus optimierte, horizontal mikroprogrammierte Rechner zu entwickeln. Das heißt, wir haben an der Stelle definiert eine Pascal-artige Notation, in der ich sagen konnte, welchen Algorithmus möchte ich ausführen. Diese Pascal-artige Notation heißt MIMOLA, das steht für Machine Independent Microprogramming Language. Und aus dieser Pascal-artigen Notation hatte ich dann entwickelt Syntheseverfahren, die automatisch aus einem Algorithmus heraus entwickelt haben, eine solche optimierte, horizontal mikroprogrammierte Struktur. Sehen Sie hier eine solche Struktur mit einem Datenspeicher. Hier haben wir 2 kleine Registerspeicher, hier insgesamt 5 arithmetisch-logische Einheiten. Das Ganze gesteuert, das lässt sich vermutlich knapp lesen, das Ganze gesteuert von einem Mikroprogramm von insgesamt 112 Bit. Also auf diese Art und Weise konnte man eben strukturiert solche mikroprogrammierten Rechner entwickeln. Und ein solcher Rechner ist dann eigentlich auch ein VLIW-Rechner, obwohl zu der Zeit, wo wir diese Synthese hier entwickelt haben, noch niemand so richtig von VLIW-Rechnern gesprochen hat. So, wenn wir solche Rechner entwickeln, die Parallelität einsetzen, muss man sich fragen, wie kann man überhaupt Dinge parallel ausführen? Und da gibt es so gewisse Dinge, die einer Parallelisierung zunächst mal im Wege stehen und wo ich mir überlegen muss, wie ich damit umgehen kann. Eine Eigenschaft von Programmen, die der Parallelisierung im Wege steht, sind die sogenannten Datenabhängigkeiten. Hatten wir auch schon bei Rechnerstrukturen kennengelernt. Es gibt Operationen, die voneinander abhängig sind. Und wenn Operationen voneinander abhängig sind, dann muss ich natürlich erstmal die ersten Operationen ausführen, damit ich die Argumente für die abhängigen Operationen habe. Das kann ich mir hier am Beispiel ansehen. Angenommen, ich habe hier so einen kleinen Ausdruck auf Hochsprachenebene. Dann könnte ich diesen Ausdruck einmal sequenziell ausführen. Dann würde ich also diese 3 arithmetischen Operationen alle nacheinander ausführen. Wenn ich das Ganze parallel ausführen möchte, dann kann ich zunächst einmal diese beiden geklammerten Terme an der Stelle dann parallel ausrechnen. Zum Beispiel, wenn ich 2 arithmetisch-logische Einheiten zur Verfügung habe und ich müsste dann in einem zweiten Schritt die abhängige Operation ausführen. So, das bedeutet, dass wir im allgemeinen Fall eben bei abhängigen Operationen nicht so viel parallel ausführen können, wie wir vielleicht gerne möchten. In der Regel kann man nur bestimmte Operationstypen parallel ausführen. Das hängt auch natürlich immer davon ab, welche arithmetisch-logischen Einheiten man an der Stelle dann zur Verfügung hat. Wenn die Einheiten gerade nicht diese Operationen parallel bereitstellen, die ich ausführen möchte, dann geht es auch dann nicht, selbst dann, wenn man keine abhängigen Operationen hat. So, also Datenabhängigkeiten sind ein Problem bei der Parallelausführung. Das andere Problem besteht dann, wenn man Schleifen hat. Man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass man hier so eine kleine Schleife hat. Wenn man die naiv ausführt, dann würde man auf die Idee kommen, dass man ja hier relativ wenig parallel ausführen kann, bestenfalls einige Teile der Adressrechnungen hier. Aber ansonsten müsste man die einzelnen Schleifeniterationen zunächst einmal wohl sequenziell ausführen.
um jetzt dennoch auf Parallelrechnern wie VLEW-Architekturen gewisse parallele Operationen zu haben, kann man diese Schleifen abrollen. Und hier hätte ich diese Schleife konkret viermal abgerollt. Das heißt, ich hätte vier Instanzen hier des Schleifenkörpers. Und ich würde dann hier entsprechend das Inkrementieren der Schleifenvariable an der Stelle so passend angleichen, dass ich eben insgesamt dieselben Operationen ausführe, wie ich sie hier vorher sequenziell ausgeführt habe. Wenn ich jetzt tatsächlich eine Schleifeniterationszahl habe, die kein Vielfaches von 4 ist, dann muss man an der Stelle noch weiteren zusätzlichen Kompensationscode einbauen. Also dieses Abrollen von Schleifen ist also eine Möglichkeit, um tatsächlich diese parallelen Recheneinheiten dann beschäftigt zu halten. So, eine dritte Komplikation für die Parallelausführung entsteht dann, wenn wir bedingte Anweisungen haben. Also angenommen, wir haben irgendwo ein If-Statement hier, würde das bei dem For-Statement könnte das so ein If-Statement in der Implementierung auftauchen. Stellen Sie sich vor, vielleicht wäre das von der Folie her besser gewesen. Angenommen, Sie hätten hier so ein solches If-Statement, taucht die Frage auf, wie würde man dann ein If-Statement mit bedingten Sprüngen realisieren. Und da gibt es bei VLEW-Architekturen ein bestimmtes Problem, das wir auch bei Rechnerstrukturen im Grunde schon kennengelernt haben. Wir haben nämlich gesehen, dass wir unter gewissen Bedingungen sogenannte Delay-Slots verwenden, um unsere einzelnen Fließbandstufen an der Stelle dann immer beschäftigt zu halten. Bedeutet ganz konkret, wir können uns vorstellen, dass wir so unser Hochsprachenprogramm übersetzen in eine gewisse Menge von Assembler-Programmen und insbesondere hätten wir hier eine solche bedingte Abfrage, mit der wir prüfen wollen, ob wir irgendwie eine bestimmte Verzweigung haben. So, wenn wir dieses Fließband immer weiter mit diesen Befehlen füllen, dann ist es so, dass diese Befehle immer weiter in dieses Fließband hineinlaufen. Das ist ähnlich, wie wir das in Rechnerstrukturen kennengelernt haben, mit dem Unterschied, dass wir parallel zu diesem bedingten Sprung hier weitere andere Befehle auch ausführen. So, und das bedeutet aber, wir haben an der Stelle eine Situation, bevor wir überhaupt so richtig erkennen, dass wir hier einen bedingten Sprung haben, sind schon viele andere Befehle in dieses Fließband auch hineingelaufen. Rechnerstrukturen haben wir gesagt, wir würden dann möglicherweise, wenn wir dieses erkennen, eine Reihe von nachfolgenden Befehlen künstlich zu No-Operation-Befehlen machen. Aber hier muss man einfach sagen, dadurch, dass wir jetzt eine VLEW-Architektur haben, sind es nicht nur wenige NOPs, die einfach hier nachgekommen sind, sondern wir haben hier ganz viele Befehle, die auch schon gestartet worden sind. Wenn man diese alle einfach für ungültig erklären würde, dann würde man relativ viel Rechenleistung verschwenden. Und deswegen geht man an der Stelle den Weg, dass man sagt, also dieses Ausführen dieser anderen Befehle hier, das betrachten wir als Feature und nicht als Bug. Das heißt, dass all diese Befehle noch ausgeführt werden, obwohl dem eigentlich ein bedingter Sprung voranging. Das erklären wir als Möglichkeit oder als Eigenschaft dieses Rechners an der Stelle. Die Frage, die dann allerdings auftaucht, ist, wie füllt man all diese sogenannten Delay-Slots, all diese Plätze, auf denen ich hier Befehle unterbringen kann. Das sind sogenannte Delay-Slots und wie gesagt, bei VLEW-Architekturen habe ich eben nicht nur praktisch einen solchen Strom von Delay-Slots, sondern ich habe ganz viele parallel. Und umso schwerer ist es natürlich, all diese Delay-Slots tatsächlich mit nützlichen Befehlen zu füllen. Wir wissen, dass Basisblöcke in üblichen Programmen verhältnismäßig kurz sind. Von daher habe ich in der Regel nur wenige Kandidaten, um all diese Plätze hier tatsächlich irgendwie sinnvoll vom Compiler zu füllen. Deswegen kommt man auf die Idee, dass man sagt, solche bedingten Sprünge muss man spätestens in VLEW-Architekturen möglichst vermeiden. So, und wie kann man das tun? Man kann das tun, indem man vorsieht, die sogenannte Predicated Execution. Das heißt, Befehle, die nur dann ausgeführt werden, wenn eine ganz bestimmte Bedingung wahr ist.
Zu diesem Zweck werden diese Befehle mit solchen Bedingungen versehen. Diese Bedingungen können in der Regel ausgerechnet werden als Kombination der Werte in den sogenannten Condition Code Registern. Und wenn diese Kombination, wenn diese Bedingung dann wahr ergibt, dann wird der Befehl ausgeführt und ansonsten wird er effektiv zu einem solchen No-Operation-Befehl gewandelt. So, man kann sich vorstellen, wie man damit umgehen kann. Das ist jetzt hier gezeigt am Beispiel der Realisierung hier von so einem kleinen Stückchen Code. Ich stelle mir dabei vor, dass diese Bedingung an der Stelle schon in den Condition Code Registern gespeichert ist. Und ich kann mich jetzt fragen, wie würde ich jetzt dieses Stückchen Code hier realisieren, in der Annahme, dass all diese Variablen dann in Registern gespeichert werden können. So, dann würden wir hier sehen, für den Fall, dass wir hier bedingte Sprünge verwenden, kämen wir hier auf eine Lösung, wo wir sagen, wir springen hier bedingt zu dem Label L1. Wir stellen uns aber jetzt vor, dass wir hier insgesamt 5 Delay-Slots haben, wie das bei einem Prozessor der Firma Texas Instruments der Fall ist. Das bedeutet also, für den Fall, dass wir hier diese Bedingung erfüllt haben, springen wir nach Ausführung dieser No-Operation-Befehle hier dann an das Label L1, und in diesem Label L1 haben wir dann tatsächlich die Durchführung der Additionsoperationen, die hier zu diesem Teil meines Quellprogrammchens gehören sollen. So, wenn ich jetzt nicht springe, dann laufe ich hier an diese Stelle. Dort setze ich ab einen unbedingten Sprung an das Label L2. Das bedeutet einen Sprung hinter dieses Stückchen Code. Und auch bei diesem unbedingten Sprung habe ich dann wieder diese 5 Delay-Slots. Diese 5 Delay-Slots fülle ich so, dass ich in 4 von diesen Delay-Slots lauter No-Operation-Befehle unterbringe. Und erst in dem 5. Delay-Slot habe ich die eigentliche Subtraktion. Man kann sich jetzt überlegen, was ist im schlimmsten Fall die Laufzeit dieser Realisierung. Da hätten wir hier einen Takt für diesen bedingten Sprung, dann haben wir hier nochmal 5 Takte für diese No-Operation-Befehle. Dann sind wir bei 6, dann käme hier dieser zweite Sprung noch dazu, dann sind wir bei 7. Und dann kämen hier noch die 5 Delay-Slots dazu für den zweiten Sprung. Und dann sind wir an der Stelle im Maximalfall bei 12 Zyklen. Das heißt, insgesamt würde dieses If-Statement hier extrem langsam ausgewertet werden. Man kann noch dazu sagen, dass in dem Fall des Texas Instruments Prozessors dann man im Prinzip die Möglichkeit hat, bis zu 8 Befehle in einem solchen VLEW-Wort parallel unterzubringen. Das heißt, wenn hier NOP 5 steht, dann sind das nicht nur 5 einzelne No-Operation-Befehle, sondern im Grunde sind das 5 mal 8 gleich 40 Delay-Slots, die ich an der Stelle nicht wirklich mit nützlichen Befehlen fülle. Ja, also ich verschwende sozusagen die Möglichkeit, 40 Befehle auszuführen an der Stelle. So, wenn ich jetzt hier übergehe auf Predicated Execution, dann kann ich diese 4 arithmetischen Operationen dann alle in einem VLEW-Wort unterbringen. Ich kann sie alle parallel ausführen und ich führe diese Additionsoperationen dann mit diesem Prädikat behaftet aus. Und zwar werden sie dann effektiv ausgeführt, wenn diese Bedingung in diesem Condition Code Register dort an der Stelle wahr ist. Und wenn die Bedingung nicht wahr ist, dann würde ich diese Subtraktionsbefehle ausführen. Das heißt, hier über Predicated Execution könnte ich hier dieses If-Statement in einem einzigen Zyklus abarbeiten. Also von daher sieht man, dass diese Predicated Execution einem hilft, dass man nicht allzu häufig auf diese Delay-Slots von diesen VLEW-Architekturen zurückgreifen muss. Okay, wir haben jetzt gesehen, wie man damit umgehen kann, dass man einerseits Datenabhängigkeiten hat, dass man an der Stelle auch Schleifen abzurollen hat und dass man If-Statements hat. Wenn man jetzt weiß, wie man damit umgeht, dann kann man sich fragen, kann man jetzt solche VLEW-Architekturen dann tatsächlich bauen? Ich möchte als nächstes jetzt nochmal so einige Fälle zeigen, die jetzt so ein bisschen die Spannbreite dieser VLEW-Architekturen auch belegen.
Also ein im Grunde Meilenstein im Rahmen dieser Entwicklung ist der sogenannte Transmeter Crusoe-Prozessor. Bei der Entwicklung dieses Transmeter Crusoe-Prozessors hat man festgestellt, dass diese üblichen Intel-Prozessoren im Grunde zu leistungshungrig waren und man wollte gerne zum Beispiel Laptops bauen, die einen geringeren Stromverbrauch haben. Dummerweise ist es natürlich so, dass wir da übliche Programme ausführen, das heißt Programme, die diesen x86-Befehlssatz verwenden, um dennoch den leistungsmäßigen Vorteil von VLIW-Architekturen zu verwenden, hat man sich an der Stelle dann die Mühe gemacht, dynamisch x86-Befehle in VLIW-Architekturbefehle dann zu übersetzen. Diese VLIW-Befehle, die man dort benutzt hat, die hatten insgesamt zwei Befehlsgrößen. Man hatte die Möglichkeit, 64 und 128 Bit lange Befehle zu verwenden mit 2 bis 4 Operationen. Und es gab die Möglichkeiten, 5 Typen von Operationsfeldern zu haben, einfache ALU-Befehle, etwas komplexere Rechenbefehle, Speicherbefehle, Sprungbefehle. Man konnte manche der Felder dann auch einfach verwenden, um dort Immediate-Konstanten unterzubringen. So, auf der Basis von einem solchen VLIW-Befehlsformat hat man dann insgesamt so einen solchen Rechner aufgebaut, und wenn man sich das ansieht hier für den Fall von einer Befehlslänge von 128 Bit, dann sehen wir hier, wir haben eine Möglichkeit, einen Speicherbefehl unterzubringen, einen etwas komplexeren Rechenbefehl, einen einfachen ALU-Befehl und hier in dem vierten Feld entweder einen Direktoperanden oder einen Sprungbefehl. Und wie eben schon angedeutet, man hat dann diese x86-Befehle dynamisch übersetzt, wobei dann ein einzelner Crusoe-Befehl dann mehreren x86-Operationen entsprechen kann. Natürlich ist es so, dass dieses dynamische Übersetzen von x86-Befehlen in VLIW-Befehle dann an der Stelle Zeit kostet, und man kann an der Stelle eine vernünftige Performance nur dann erreichen, wenn man durch das übersetzte Codestückchen dann mehrfach hindurchläuft. Zu diesem Zweck hatte man bei diesem Crusoe-Prozessor dann vorgesehen, dass diese erzeugten VLIW-Befehle dann dynamisch gecached werden, sodass man bei weiteren Ausführungen dann auf diese gecachten VLIW-Befehle dann zurückgreifen kann. So, das bedeutet, man hat natürlich eine Realisierung, die dann bei Ausführung von Schleifen im Mittel schnell sein kann, die aber möglicherweise keine sehr gute Realzeit-Performance hat. Aber wie gesagt, das war auch ein Prozessor, den man vor allen Dingen platziert hatte für den normalen PC-Markt, also insbesondere zum Beispiel für mobile Plattformen wie beispielsweise Laptops. So ein Problem an der Stelle ist natürlich die Ausnahmebehandlung. Was passiert jetzt, wenn es irgendeine Arithmetikausnahme zum Beispiel gibt oder es gibt einen Zugriff auf irgendeinen Speicherbereich, bei dem zunächst einmal dann Platz im Speicher geschaffen werden muss. Wenn solche Dinge vorkommen, dann muss man die Ausführung an der Stelle anhalten können, man muss bestimmte Operationen starten und dann an derselben Stelle weitermachen. Zu diesem Zweck gibt es in diesem Crusoe-Prozessor Schattenregister, sodass man dann gewisse Zustände sich merken kann. Wenn man in solche Ausnahmen hineinläuft, kann man dann zum Beispiel auf einen alten Zustand zurücksetzen und kann dann vielleicht auch ganz sequenziell normale x86-Befehle ausführen, um dann das Problem der parallelen Ausführung von Befehlen in Kombination mit der Ausnahmebehandlung zu vermeiden. Also wenn solche Register dann gerettet werden, dann kann man notfalls auf den alten Zustand zurücksetzen, sodass diese Ausnahmebehandlung dort kein Problem macht. So, dieser Crusoe-Prozessor ist entwickelt worden. Er war eben intendiert als Möglichkeit, den energetischen Vorteil von VLIW-Befehlen dann auszunutzen. Und das Ergebnis wurde von dieser Firma Transmeter dann auch auf deren Webseite publiziert. Ich habe hier eingefügt ein Bild, wie man das so in dieser Form auf deren Webseite gesehen hat. Man hat versucht zu demonstrieren am Beispiel einer, ich glaube, MPEG-Dekodierung,
wie sich dieser energetische Vorteil des Cursor-Prozessors dann temperaturmäßig auswirkt. Man hat hier dieselbe Anwendung einmal auf einem Cursor-Prozessor ausgeführt und einmal auf einem Pentium-Prozessor. Und Sie sehen hier, dass dieser Pentium-Prozessor deutlich heißer wird dabei als dieser Cursor-Prozessor. Man kann jetzt ein bisschen hinterfragen, ob bei typischen Anwendungen der Vorteil tatsächlich so groß war, aber zumindest für eine gewisse Zeit schien es einen gewissen Vorteil dieser VLIW-Verarbeitung zu geben, sodass man sich tatsächlich dieser Mühe unterzogen hat, dynamisch x86-Befehle in VLIW-Befehle zu übersetzen. Es war so weit ausgereift, dass man für eine gewisse Zeit Sony Vaio Laptops alternativ auch mit diesem Cursor-Prozessor bekommen konnte, wenn man denn wollte. Leider war es so, dass die Firma Transmeta dann nicht mehr in der Lage war, ihre zweite Generation von Prozessoren noch performancemäßig günstig neben der nächsten Generation von Intel-Prozessoren zu platzieren, sodass dann im Rahmen der Weiterentwicklung sich dann ein toter Ast ergab und diese Firma Transmeta dann insgesamt nicht mehr erfolgreich war. Aber wir können eben an diesem Beispiel sehen, dass wir dort tatsächlich für ein gewisses Fenster zeigen konnten, dass diese VLIW-Architekturen einen energetischen Vorteil haben. So, aufgrund dieses energetischen Vorteils gibt es weitere Prozessoren, die so Meilensteine der Entwicklung darstellen. Es gibt den sogenannten Tri-Media-Prozessor, der entwickelt worden ist von der Firma Philips beziehungsweise von dessen Ableger. Diese Tri-Media-Architektur ist in der Lage, 5 Operationen pro Zyklus zu starten. Und wir sehen, dass man hier bei dem 3-Media-Prozessor jetzt relativ in die Vollen sozusagen gegriffen hat. Wir sehen, dass wir hier insgesamt 5 ALUs haben, 2 Speicherzugriffe, 2 Shift-Operationen, 2 DSP-ALU-Operationen, 2 DSP-Multiplikationen und so weiter. 3 Sprünge sind möglicherweise parallel ausführbar. Sie haben eine gewisse Latenzzeit, das heißt, es dauert eine gewisse Zahl von Takten, bis diese Operationen jeweils abgeschlossen sind. Aber wir haben eine sogenannte Recovery-Zeit, das bedeutet die Zeit, nach der wir jeweils wieder die nächste Operation auf dieser Einheit starten können, von jeweils 1, sodass wir also insgesamt schon relativ viele Operationen dort tatsächlich auch parallel ausführen können. Diese Tri-Media-Architektur ist Bestandteil geworden von einer Reihe von sogenannten Systems on a Chip, das heißt von komplexeren Chips, die dann eingesetzt worden sind in komplexen Architekturen, wo Sie sie möglicherweise dann nicht sehen, irgendwo typischerweise in Fernsehern oder anderen Geräten, in denen man relativ viele Rechenoperationen energieeffizient realisieren muss. Wir sehen für eine etwas neuere Version von diesem Transmedia-Prozessor hier einen Einsatz in einem solchen etwas komplexeren Chip. Da sehen wir hier in einem etwas komplexeren Chip ist ein solcher 3-Media-Prozessor eingebaut. Man kann bei dieser Version da bis zu 8 Operationen pro Zyklus starten. Wir sehen, dass so dieser etwas komplexere Chip dann insgesamt weitere Dinge enthält, wie spezielle Unterstützung für das Routing, für Audio, für USB, für PCI und so weiter, sodass man dann insgesamt versuchen kann, die verschiedenen Hardware-Komponenten auf einen einzelnen Chip zu reduzieren. Also dieser 3-Media-Prozessor ist sicherlich auch einer der Meilensteine bei der Entwicklung dieser VLIW-Architektur. Zu den Meilensteinen gehören weiter die Arbeiten von Josh Fisher. Wann immer man jemanden fragt, wer eigentlich VLIW-Architekturen entwickelt hat, wird einem in der Regel genannt Josef Fisher, der aus meiner Sicht jetzt aber eigentlich nur einer der Entwickler von VLIW-Architekturen war. Er hat vielleicht dafür gesorgt, dass dieser Begriff als solches relativ bekannt war, aber Sie haben aus meinen vorherigen Folien schon gesehen, dass VLIW-Architekturen eigentlich nur eine natürliche Weiterentwicklung der horizontalen Mikroprogrammierung sind. Insofern waren sie eigentlich nicht so brandneu.
Was den Joseph Fischer relativ bekannt gemacht hat, war dessen Beobachtung, dass man ja typischerweise verhältnismäßig kleine Basisblöcke hat. Weil man verhältnismäßig kleine Basisblöcke hat, gelingt es nicht immer, diese funktionellen Einheiten in einer solchen VLIW-Architektur zu beschäftigen, wenn man sich bei der Parallelisierung auf diese Basisblöcke beschränkt. Deswegen hat der Joseph Fischer etwas vorgeschlagen, was ihn relativ bekannt gemacht hat, nämlich das sogenannte Trace Scheduling. Er hat gesagt, so in einer Anwendung habe ich üblicherweise bestimmte Pfade, die letztlich die Pfade sind, die mir die Gesamtverzögerungszeit meiner Bearbeitung definieren. Und es ist jetzt letztlich nicht so wichtig, wie viel Zeit ich verwende auf der Bearbeitung von nicht so häufig ausgeführten Pfaden oder bei der Bearbeitung von Pfaden, die ohnehin schnell genug sind. Es gibt in der Regel irgendwo so etwas wie einen kritischen Pfad und ich möchte versuchen, die Operationen auf diesem kritischen Pfad möglichst schnell auszuführen. Wir sehen hier in grün eingezeichnet so einen möglichen Pfad durch einen solchen Kontrollfluss. Und die Idee dieses Trace Scheduling ist an der Stelle, dass man potenziell alle Operationen entlang eines solchen Pfades auf VLIW-Befehle dann abbildet. Bedeutet auch, Operationen aus diesem Block und aus diesem Block finden sich möglicherweise dann in einem solchen breiten VLIW-Befehl. Bedeutet aber natürlich, dass man jetzt Schwierigkeiten hat, Operationen auf den anderen Pfaden dann korrekt auszuführen. Weil dieser Befehl oder diese Operation, die jetzt hier ausgeführt werden soll, die ist ja Teil eines sehr breiten Befehls. Und ich muss sicherstellen, wenn ich jetzt hier diesen anderen Pfad habe, dass ich auch genau diese Operationen dieses grünen Blocks hier ausführe. Bedeutet, damit das Ganze richtig bleibt, muss man zusätzlich zu diesen Operationen für diesen kritischen Pfad dann zusätzliche Operationen einfügen, die Ausführung auf den anderen Pfaden dann wieder reparieren, sodass insgesamt das Programm korrekt ausgeführt wird. Das heißt, man braucht solchen sogenannten Kompensationscode, damit nicht nur auf dem kritischen Pfad man eine korrekte Ausführung hat. Was der Josh Fischer gleichzeitig gemacht hat, war, dass er für eine solche Ausführung Architekturen entwickelt hat. Architekturen, die jetzt eine extrem hohe Wortbreite gehabt haben. Man findet beispielsweise unter seinen Publikationen solche, die sich beziehen auf eine sogenannte ELI 512 Architektur. ELI steht für Extremely Large Instruction Word Machine. Und er schreibt in seinem Paper, dass schon die Beschränkung auf 512-Bit Kopfzerbrechen macht, weil die ersten Entwürfe noch sehr deutlich größere Wortbreiten, wie zum Beispiel über 1000-Bit für ein Befehlswort enthalten haben. Diese Architekturen haben ihn relativ bekannt gemacht. Er hat auch auf der Basis von diesen Architekturen dann eine Firma gegründet, die diese Rechner verkauft hat. Für meinen Geschmack waren diese Architekturen schon ein bisschen übertrieben, in dem Sinne, dass man dort auf extrem große Wortbreiten gegangen ist, sodass trotz des Trace Scheduling es ein bisschen fraglich war, ob man diese Parallelität ausnutzen kann. In den Papieren beispielsweise ist die Rede davon, dass man so in einzelnen VLIW-Befehlen dann bis zu 30 Operationen kodieren kann, was natürlich eine ziemlich große Zahl ist. So, wenn wir uns ansehen, gibt es solche VLIW-Architekturen kommerziell? Dann gibt es an der Stelle ein Beispiel eines Prozessors, der sich auch über eine relativ lange Zeit gehalten hat. Das ist ein Prozessor der Firma Texas Instruments, bei dem man versucht hat, auch relativ viele Operationen parallel zu kodieren, und zwar konkret in dem Fall jeweils 8. Es gibt einen solchen Signalprozessor TMS320C6205 in dem konkreten Fall, der in der Lage ist, 8 Operationen parallel auszuführen. Man spricht auch von Befehlspaketen, die 8 normale Befehle kodieren. Das bedeutet aber, dass ich 8 Befehle jeweils in einem Takt starten und auch abschließen kann. Das bedeutet natürlich, dass ich eine extrem große Anzahl von Operanden potenziell lesen können muss.
und dass ich auch relativ viele Ergebnisse in einem Takt wegschreiben können muss. Einen Speicher zu realisieren, der 16 Leseports und 8 Schreibports hätte, das wäre so aufwendig, dass man das in der Chipfläche kaum vernünftig realisieren könnte. Deswegen hat man an der Stelle einen Kompromiss getroffen und der Kompromiss besteht darin, dass man das Rechenwerk aufteilt in sogenannte partitionierte Rechenwerke, in ein Rechenwerk A und ein Rechenwerk B. Und diese beiden Rechenwerke haben eigene Registerspeicher, jeweils mit einer reduzierten Anzahl von Ports. Und verbunden mit diesen Registerspeichern sind dann arithmetisch-logische Einheiten, die dann verschiedene Operationen dann auf den Argumenten ausführen können, die sich jetzt typischerweise in diesen Registerspeichern befinden. Zwischen diesen beiden Rechenwerken gibt es an der Stelle nur eine relativ eingeschränkte Anzahl von Verbindungen. Konkret kann man pro Takt jeweils immer nur ein Argument von dem einen Teil des Rechenwerkes in das andere Rechenwerk dann kopieren, also dass man sich relativ gut überlegen muss, welche Operationen man in welchem Rechenwerk unterbringt, in dem Rechenwerk A oder in dem Rechenwerk B. Hier anhand dieses Screenshots auf der rechten Seite habe ich versucht, Ihnen deutlich zu machen, dass man diesen Prozessor auch tatsächlich kommerziell kaufen kann. Sie sehen hier anhand eines Screenshots aus der letzten Woche, dass dieser sogenannte C62-Prozessor tatsächlich weiterhin erhältlich ist, obwohl er so nach meinen Aufzeichnungen so etwa 1997 ursprünglich auf den Markt gekommen ist, also schon ziemlich alt ist. Und Sie sehen, es gibt also auch dann Versionen von diesem Prozessor mit entsprechenden Gleitkomma-Operationen. So, in Bezug auf diesen einen speziellen Prozessor, den C6205, kann man sich ansehen, wie viele Rechenoperationen man dann ausführen kann. Bei diesem, wie gesagt, schon etwas älteren, aber heute noch erhältlichen Prozessor kann man mit einem 200 MHz Takt arbeiten. Man kann in diesem 200 MHz Takt jeweils pro Takt 8 Befehle starten bzw. 8 Befehle beenden. Und jeder dieser 8 Befehle spricht an der Stelle dann eine funktionelle Einheit an. Und der Compiler hat an der Stelle die Aufgabe, dann zur Compile-Zeit sich zu überlegen, welche Operation welcher funktionellen Einheit dann zugeordnet ist. Es gibt an der Stelle eine gewisse Flexibilität gegenüber der reinen VLIW-Architektur, so wie ich sie ursprünglich vorgestellt habe. Nämlich es gibt in jedem dieser 32-Bit-Befehle ein Bit, welches jeweils angibt, ob der nächste Befehl noch zu demselben Befehlspaket oder zu demselben VLIW-Befehl gehören soll. Sie sehen hier, diese 1 sagt an der Stelle, dass der nächste Befehl gehört noch dazu, der nächste Befehl gehört noch dazu, der nächste gehört auch noch dazu, der nächste auch noch. Und dann sehen wir hier, also zu dem Befehl E gehört der nächste Befehl nicht mehr dazu. Das bedeutet, wir haben hier ein solches Befehlsbündel oder einen solchen VLIW-Befehl, eine Menge von 32-Bit-Befehlen, die jetzt beinhalten die Befehle A bis E. Und der nächste Befehl ist hier halt ein Einzelbefehl und das ist auch der letzte Befehl in seinem Bündel, weil der wiederum dieses Bit auf 0 gesetzt hat. Das heißt, der wird an der Stelle einzeln ausgeführt. Dieser Trick mit diesem einen Bit sorgt dafür, dass man de facto eine variable Befehlslänge hat mit einem Vielfachen von jeweils 32 Bit bis insgesamt maximal eben 256 Bit. Das führt dazu, dass man einen Vorteil hat in dem Fall, wo man vielleicht in einem solchen Befehlspaket nicht ausreichend viele Befehle zur Verfügung hat. Das heißt, wo die Parallelität des Programms vielleicht so gering ist, dass ich nicht immer so ein komplettes Befehlspaket aus 8 Befehlen füllen kann, sondern wo ich vielleicht aufgrund einer eingeschränkten Parallelität meines Quellprogramms nur weniger von diesen Befehlen dann an der Stelle sinnvoll verwenden kann. Dann kann ich eben auch an der Stelle die Länge eines solchen Befehlspaketes etwas reduzieren. Das ist an der Stelle sicherlich sehr praktisch, um die Kompaktheit des Programmcodes zu verbessern. So, das war eine konkrete kommerzielle Realisierung. Die Leute um Josh Fischer und seine Freunde herum
sind nicht müde gewesen, diese Idee der VLEW-Architekturen immer weiter zu verbreiten. Sie haben, nachdem der Erfolg der eigenen Firma jetzt verhältnismäßig beschränkt war, dann Beschäftigung gefunden bei der Firma HP. Die Firma HP konnte davon überzeugt werden, dass VLEW-Architekturen doch eine sehr schöne Sache sind. Insofern hat man bei HP dann relativ viel Aufwand in die Entwicklung von solchen VLEW-Architekturen dann gesteckt. Und dabei herausgekommen ist unter anderem eine sogenannte Trimaran-Compiler-Infrastruktur, die es einem erlaubt, jetzt zu experimentieren in Bezug auf die Anzahl der Prozessorelemente, die man bei einer solchen VLEW-Architektur dann bereitstellt. Man kann sich also die Frage stellen, möchte ich jetzt gerne 1, 2, 3, 4 ALUs haben, möchte ich also 2 Sprungbefehle in demselben Befehlspaket kodieren können oder vielleicht gar 3. Diese Dinge kann man jeweils angeben und mit dieser Trimaran Compiler Infrastruktur ist es dann möglich, Quellprogramme dann zu kompilieren auf eine VLEW Architektur mit der konkreten Einstellung von diesen Parametern. Das heißt, man hat dann gezielt darauf, dass verschiedene Forschungsgruppen sich dann damit beschäftigen, wie man solche VLEW-Architekturen so entwickelt, dass sie möglichst dann effizient sind. Und aus diesem Grunde wurde also diese Trimaran-Compiler-Infrastruktur dann allgemein zur Verfügung gestellt, sodass sie jeder herunterladen kann, der dann will. So, diese Leute bei HP waren nicht müde und haben also versucht, dann noch andere Leute davon zu überzeugen, dass VLEW eine gute Idee ist. Und irgendwann waren sie erfolgreich bei der Firma Intel. Die Firma Intel musste sich ja überlegen, welche 64-Bit-Architektur sie dann künftig unterstützen wird. Und man war der Meinung, dass man bei den klassischen Pentium-Architekturen nunmehr irgendwie am Ende der Fahnenstange angekommen sei. Und für die 64-Bit-Erweiterung der Pentium-Architektur doch größere Schwierigkeiten erwarten würde. Man hat von daher gesetzt mit relativ viel Aufwand auf die Entwicklung einer völlig neuen Architektur, die jetzt die künftige 64-Bit-Architektur der Firma Intel sein sollte. Das war der sogenannte Instruction Architecture 64-Befehlssatz, der jetzt so aussehen sollte, dass man dort 3 Instruktionen pro Bundle kodieren kann. Es sollte ein Befehlspaket dort jeweils 128 Bit umfassen. In diesen 128 Bit konnte man jeweils immer sagen, kann man auch heute noch sagen, welchem Template-Muster ein solches Befehlspaket dann folgen soll. Und in einem solchen 128-Bit-Paket kann man insgesamt 5 verschiedene Befehlstypen unterbringen. Einmal allgemeine ALU-Befehle, dann speziellere Integer-Befehle, zum Beispiel Shifts. Man kann auch Speicherbefehle unterbringen, Gleitkomma-Befehle oder Sprünge. Und dann gibt es für die Codierung in Form von Templates dann bestimmte Kombinationen, die dort zulässig sind. Also zum Beispiel ein Speicherbefehl in Kombination mit 2 Integerbefehlen, 2 Speicherbefehlen mit einem Integer, ein Speicher, ein Gleitkomma, ein Integerbefehl und so weiter. Also gewisse Kombinationen der Benutzung von diesen 3 Befehlsfeldern hier sind an der Stelle dann zulässig. Wobei eine Besonderheit die Möglichkeit ist, dann insgesamt auch ein 64-Bit immediate wird, dann in 2 von diesen Feldern anzugeben. So, um jetzt die Parallelverarbeitung nicht einzuschränken auf diese 3 Befehle, sagen jetzt bei dieser IA64-Architektur diese Befehlsbündel nicht direkt gleich, was parallel auszuführen ist, sondern man kann bei der quasi Assembler-Programmierung von diesen Systemen durch eine spezielle Notation angeben, wo man dann meint, wo die Parallelausführung beendet sein soll. Das heißt, man kann Befehle nacheinander angeben und kann dann mit Hilfe von Unterstrichen sagen, wo der Programmierer wohl meint, dass die Parallelverarbeitung an der Stelle aufhören soll.
Also wir hätten hier die Möglichkeit, zum Beispiel 3 Speicherbefehle parallel abzuarbeiten. Dann soll die nächste Operation mit dem nächsten Tag gestartet werden. Dann sehen wir hier, wir haben hier 5 Befehle, die parallel abgearbeitet werden sollen. Und hier sehen wir, das sind also insgesamt noch mehr, das sind also 9 Befehle, die parallel abgearbeitet werden sollen. So, für diese Möglichkeit, das Ende der Parallelverarbeitung durch diese Unterstriche anzugeben, gibt es wiederum bestimmte Einschränkungen, die von dem Compiler jetzt jeweils einzuhalten sind. Parallele Ausführung, sehen wir hier, kann sich über mehrere Bündel da entsprechend erstrecken. So, man hat dieses Konzept realisiert in Form von konkreten Chips, bekannt geworden unter dem Namen Itanium. Itanium ist also eine konkrete Implementierung dieser IA64-Architektur. Der Prozessorkern erlaubt da bis zu 6 Befehlsausführungen in einem Taktzyklus. Davon können 3 Sprungbefehle sein, 2 Speicherbefehle. Damit das Ganze schnell genug wird, hat man an der Stelle auch wiederum Caches vorgesehen. Man hat insgesamt 9 funktionale Einheiten. Sie sehen hier eine größere Zahl von funktionalen Einheiten. Und man hat ein Dekodierungsfenster von jeweils 2 Bündeln, die man dann immer betrachtet, um sich zu überlegen, was man denn parallel ausführen kann. So, es gibt dann ein kleines bisschen abweichend von dem Standardprinzip bei VLIW-Architekturen die Möglichkeit, dass man erkennt, dass in einer konkreten Realisierung jetzt die Einheit, die man eigentlich bräuchte, schon belegt ist. Insofern kann eine konkrete Realisierung entscheiden, dass ein Bündel dann doch sequenziell ausgeführt wird, weil konkret die Realisierung, mit der man das im Moment zu tun hat, performancemäßig nicht so stark ausgelegt ist, wie das, was maximal möglich wäre. Es gibt so ein paar Restriktionen, dass manche Dinge nur isoliert ausgeführt werden können. So, dieser Itanium-Prozessor ist über mehrere Iterationen gefertigt worden. Meinen Informationen nach, die jüngste Iteration ist dieser Itanium 9500 mit insgesamt 8 Kernen. Also auch dort ist es so, dass die Realisierung von mehreren Kernen inzwischen Standard ist. Zweifach Hyperthreading bedeutet, dass man also auf einem Kern jeweils immer 2 Threads ineinander verschachtelt, um die Latenzzeit bei dem Zugriff auf den Speicher zu verstecken. Man kann relativ viel Speicher adressieren, hat eine moderate Taktrate an der Stelle, allerdings auch schon eine, ich sag mal, nicht ganz so niedrige elektrische Leistungsaufnahme an der Stelle. Und man hat dann irgendwann einmal zur Kenntnis genommen, dass dieser Itanium vielleicht irgendwie von der Idee her durchaus erfolgversprechend erschien. Nur er war irgendwie doch sehr stark auf 64-Bit-Operationen optimiert, was konkret bedeutet, dass 32-Bit-Operationen auf diesem Itanium-Prozessor nicht so richtig wettbewerbsfähig implementiert waren, insbesondere nicht so schnell wie die 32-Bit-Operationen in Relation bei den älteren jetzt Pentium-Prozessoren oder in Relation zu dem, was die Firma AMD in der Lage war. Insofern hat man dann festgestellt, dass der Itanium-Prozessor für normale Desktop-Anwendungen, also für so etwas wie ein Notebook, eben doch nicht der optimale Prozessor ist, weil er eben bei den vielen 32-Bit-Operationen, die auf einem solchen Notebook noch laufen, nicht so richtig konkurrenzfähig ist. Das musste man irgendwann mal zur Kenntnis nehmen und hat gesagt, okay, für Notebooks ist jetzt der Itanium vielleicht nicht der richtige Prozessor. Man hat ihn von daher dann positioniert im Serverbereich, wo man einigermaßen sicher sein konnte, dass ohnehin fast alles nur im 64-Bit-Modus gerechnet wird, das heißt zum Beispiel bei Datenbankanwendungen. Und da hat er sich für eine gewisse Zeit behauptet. Allerdings muss man sagen, dass im Moment wohl die beste Zeit des Itanium im Wesentlichen vorbei ist. Man sieht, dass die Entwicklungspläne der Firma Intel für den Itanium-Bereich doch offenbar zurückgefahren worden sind.
Man sieht auch beispielsweise, dass die Firma Microsoft die Unterstützung von Windows auf dem Itanium eingestellt hat. Das heißt, es ist so, dass also dort doch die Unterstützung von dieser Architektur so im Laufe der Zeit wohl deutlich weiter abnimmt, sodass man irgendwann das Ende der Lebenszeit dieses Itanium-Prozessors erreicht hat. Dennoch ist es natürlich so, dass man mit dem Beispiel eben sehen kann, was man grundsätzlich vielleicht versuchen kann, zumindest mit VDW-Architekturen zu erreichen. So, wenn wir gesehen haben, welche kommerziellen Beispiele es so gibt, kann man sich fragen, wie weit kommen wir denn jetzt eigentlich unserem Ziel möglichst nahe in diese süße rechte obere Ecke dieses Diagramms zu kommen, inwieweit kommen wir diesem Ziel nahe. Da kann man anhand von konkreten Beispielen quasi einen Existenzbeweis führen, einen Existenzbeweis durch Anführung eines Beispiels, indem wir zum Beispiel hier nehmen einen Chip, bei dem wir zwei Media-Prozessoren dann integriert haben. Hier von diesem Chip der Firma NXP kann man hier sehen, dass man erreicht 100 Giga-Operationen bei einer Leistungsaufnahme von 1,5 Watt, also etwa so 66 Milliarden Operationen pro Watt, was uns bringt irgendwo hier in diese Ecke, wenn wir das vergleichen mit dem, was man mit ASICs vielleicht schaffen könnte, dann kommen wir etwa so auf die Hälfte dieser maximalen Energieeffizienz, die bei ASICs ansonsten möglich wäre. Also wir können sehen, in der Tat, mit VLEW-Architekturen kann man verhältnismäßig energieeffizient werden. Es gibt hier ein anderes Beispiel, welches auch zeigt, dass man hier relativ energieeffizient werden kann. Und das ist ein Prozessor, der entwickelt worden ist hier von einer kleineren Firma praktisch die ihren Ort in Löwen hat, also in einem Bereich, wodurch das IMEC-Forschungszentrum relativ viel Einfluss in Bezug auf die Architekturentwicklung da ausgeübt worden ist. Und hier sehen wir, dort ist entwickelt worden ein VLEW-Prozessor mit einer Herausgabe von bis zu 41 Befehlen pro Zyklus. Entwickelt worden für sogenanntes Software-Defined Radio, das heißt also für eine Anwendung, wo man versucht, die in Hardware gegossene Dekodierung von Antennensignalen in beispielsweise einem Handy dann der Software zu übertragen, damit man dort flexibler ist. Und wir sehen hier für eine bestimmte Fertigungstechnologie, dass man hier bis zu 30 Operationen pro Zyklus tatsächlich ausführen kann. OFDM ist eine bestimmte Dekodierungstechnik, die im Mobilfunk dort eine Rolle spielt. Und wir sehen hier, dass man kommt auf einen Wert von 24 Milliarden Operationen pro Watt. Das heißt, wir kommen hier nicht ganz in denselben Bereich wie bei dem Prozessor davor, aber eben doch auch relativ weit in diese süße rechte obere Ecke unseres Diagramms. Ein etwas jüngeres Diagramm von diesem Forschungsinstitut IMEC zeigt an der Stelle noch, wo man mit verschiedenen Prozessoren performancemäßig und energieeffizienzmäßig liegt. Sie sehen hier etwas anders aufgetragen, horizontal die Energieeffizienz und vertikal die jeweilige Performance, die man erreichen kann. Da sehen Sie hier zum Beispiel diesen Silicon Hive-Prozessor, der an der Stelle hier relativ nahe an dieser Grenze liegt, die man heutzutage erreichen kann. Sie sehen, dass dieser Prozessor von Texas Instruments, jetzt eine etwas neuere Variante davon, energiemäßig dann schlechter aussieht. Der Cell-Prozessor zum Beispiel für diese Sony PlayStation sieht energieeffizienzmäßig noch ein bisschen schlechter aus. Am iMac hat man einen Prozessor entwickelt, der energieeffizienzmäßig schon relativ gut aussah. Ein neuerer Prozessor war der hier, mit dem man dieser Grenze von 100 Milliarden Operationen pro Watt schon relativ nahe kam. Und Ziel soll sein, dass man also hier einmal energieeffizienzmäßig noch weiterkommt, zum anderen aber das auch erreicht für Prozessoren, die insgesamt eine relativ hohe Performance erreichen. Also man möchte weiter
in diese rechte obere Ecke dieses Diagramms kommen. So, nachdem wir gesehen haben, manche dieser Prozessoren waren jetzt kommerziell nicht so richtig erfolgreich, kann man sich fragen, gibt es eigentlich noch irgendwie neue Entwürfe in diesem Bereich? Versucht also jemand weiter noch dieser Versprechung der großen Energieeffizienz von VDW-Architekturen zu folgen und aufgrund dieser Erwartungen dann noch neue Entwürfe dann zu generieren? Da kann man sagen, ja, es gibt also weiter noch neue Entwicklungen in diesem Bereich. Es gibt eine Firma Calre mit Ursprung in Frankreich, die jetzt als sogenannte Fabless-Firma an der Stelle ein IP entwickelt hat, das heißt Intellectual Property, die Möglichkeit, dann Entwürfe in der Fabrikation bei verschiedenen Halbleiterherstellern dann zu liefern. Und diese Architektur dieser Firma Calre enthält im Moment insgesamt 16 Prozessorcluster, wobei jeder Prozessorcluster dann enthält wiederum 16 Kerne, sodass wir also hier insgesamt eben auf 256 Kerne kommen, die in einem solchen Chip realisiert sein können. Und wir sehen hier, dass der einzelne Prozessorkern, der sich hier in einem solchen Cluster befindet, dass das wieder ein Kern ist, der die parallele Abarbeitung von verschiedenen Operationen erlaubt. Das heißt, der einzelne Kern, der sich hier drin findet, ist wieder ein solcher VDW-Prozessor. Und man versucht im Moment seitens der Firma Calre dann einen solchen Entwurf zu propagieren. Auch hier hat man auf die Energieeffizienz geachtet. Wenn man sich die Webseite der Firma Calre ansieht, stellt man fest, dass man mit einem Wert von 75 Milliarden Operationen pro Watt relativ nahe wieder an diese Energieeffizienzgrenze herankommt. So, wir können dann, nachdem wir so eine Reihe von solchen Entwürfen uns angesehen haben, nochmal einmal rekapitulieren, was wir dann so über VDW-Befehlssätze dann insgesamt wissen und was wir dort festhalten können. Und wir können auch sehen, wie wir übergehen können von Befehlssätzen, die kodiert sind in Form von Befehlen einer festen Länge, wie wir dort übergehen können zu Befehlen, die insgesamt nur explizit irgendwie die Parallelität angeben. Also diese Unterscheidung sehen wir auf dieser Folie. Da sehen wir einmal diese VLIW-Befehlssätze. Da haben wir gesehen, VLIW-Befehlssätze beinhalten gerade essentiell diese Idee, dass man die Befehle, dass man die parallele Befehlsausführung dadurch kodiert, dass man ein Befehlspaket angibt und man nimmt einfach an, alles das, was in einem Befehlspaket dann vorhanden ist, das soll parallel ausgeführt werden. Man kommt dadurch dann eben auf relativ große Befehlsworte. Wir haben dann im Grunde mit dieser IA64-Architektur, mit der Architektur von Texas Instruments gesehen, dass es auch die Möglichkeit gibt, dann die Parallelität irgendwie anders zu kodieren. Wir könnten diese Möglichkeit, es anders zu kodieren, als EPIC bezeichnen. EPIC steht hier für Explicitly Parallel Instruction Computing. Dort würde man auch, wie bei VLIW-Architekturen, die parallele Ausführung, die Parallelausführungsmöglichkeiten zur Compile-Zeit erkennen und im Code kodieren, aber nicht mehr notwendigerweise immer in Form von parallelen Worten dann angeben, was parallel ausgeführt werden soll, sondern vielleicht auch irgendwie anders. Bei dieser IA64-Architektur haben wir gesehen, wie das praktisch vom Programmierer durch diese Unterstriche dann angedeutet wird. Zu diesen VLIW-Architekturen kann man sagen, dass wir als mögliches Problem die Tatsache haben, dass die Codegröße ansteigt, zum Beispiel, weil wir Schleifen abrollen. Um Schleifen abzurollen, müssen wir die Menge des Codes erhöhen. Es kann weiter passieren, dass wir irgendwo VLIW-Funktionseinheiten nicht richtig beschäftigen können. Insofern müssen wir an der einen oder anderen Stelle nur Operation-Befehle dann kodieren. Um dieser Codegröße entgegenzuwirken, gibt es
verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel nur ein großes Feld für Direktoperanden. Das haben wir bei dem Prusa-Prozessor gesehen. Bei manchen Prozessoren werden diese Binärcodes komprimiert. Oder wir haben auch gesehen, dass man nicht diese starre Codierung wie bei VLIW-Architekturen vornimmt, sondern dass man wie bei der IA64-Architektur dann eben von dieser starren Codierung herunterkommt und de facto wieder ein bisschen eine variable Befehlsfortlänge hat. Weiteres Problem von diesen VLIW-Architekturen ist die Binärkompatibilität. Ich würde in vielen Fällen den Code erzeugen unter der Annahme, dass ich eine ganz bestimmte interne Architektur habe. Ich versuche durch den Compiler schon gleich zu sagen, welche interne Komponente soll denn eigentlich welche Operation ausführen. Das hat den Nachteil, dass man nicht relativ leicht die Performance eines solchen Systems steigern kann. Ich würde die Performance ja dadurch versuchen zu steigern, dass ich mehr Recheneinheiten intern vorsehe. Wenn ich aber mehr Recheneinheiten intern vorsehe, dann muss der Compiler im Grunde davon wissen und dann habe ich in dem Sinne nicht mehr einen abstrakten Befehlssatz, sondern ich habe die Notwendigkeit, dass der Compiler schon etwas darüber wissen muss, wie die Architektur intern aufgebaut ist. Und das hat man eigentlich nicht so richtig gern. Wir haben als Problem bei den VLIW-Architekturen auch das Problem, dass wir dort eben ausreichend viel Parallelität auch erkennen müssen. Wir haben gesehen, dass das einmal möglich ist durch das Abrollen von Schleifen. Wir haben gesehen, Trace-Scheduling versucht, die Grenzen von Basisblöcken zu überwinden. Wir haben gesehen, If-Statements versuche ich mit Hilfe von Predicated Execution dann an der Stelle möglichst effizient zu behandeln. Aber es kann immer noch passieren, dass ich manche von diesen parallelen Funktionseinheiten nicht wirklich voll nutze. Aber das ist grundsätzlich immer ein Problem jeder Parallelverarbeitung. Ich muss immer überprüfen, wie es mir dann wohl gelingt, alle diese Funktionseinheiten tatsächlich parallel auch auszunutzen. Wir haben gesehen, mit dieser Möglichkeit, Parallelität jetzt nicht mehr durch ein festes Befehlsformat anzugeben, haben wir eine Möglichkeit, etwas mehr Flexibilität hineinzubringen. Dann kommen wir zu diesem sogenannten Epic Computing, was aus meiner Sicht eine gewisse Oberklasse von VLIW-Maschinen beschreibt. Wir haben immer noch eine explizite Angabe der Parallelität, aber wir haben nicht mehr diese 1-zu-1-Beziehung zwischen Befehlspaketen einer festen Länge und dem, was parallel ausgeführt wird. Wir würden dann eine Situation haben, wo dann auch durch die Hardware wiederum noch geprüft werden kann, was wirklich parallel ausgeführt werden kann. Wir haben das hier bei dieser Intel IA64-Architektur gesehen, dass man dort möglicherweise ein Bündel auch wiederum zerlegen kann, wenn sich herausstellt, dass eine ganz konkrete Implementierung der Architektur vielleicht doch zu wenig Hardware-Komponenten hat, um alles parallel auszuführen. Und damit komme ich dann für heute zur Zusammenfassung. Es gibt aus meiner Sicht Gründe für die Abkehr von dem Prinzip immer schnellerer, superskalarer Prozessoren. Wir haben gesehen, dass das energieeffizienzmäßig nicht die beste Idee sein muss. Wir haben auch gesehen, dass diese superskalaren Prozessoren auch immer schwieriger zu entwerfen sind. Und insofern sehen wir uns nach Alternativen um. Und eine der Alternativen sind diese VLIW- oder EPIC-Prozessoren. Haben wir gesehen, VLIW-Architekturen haben so ein festes Befehlsformat, leiden von daher eventuell darunter, dass die Befehle eventuell nicht kompakt codiert sind. Wir haben auch ein bisschen dieses Problem der Binärkompatibilität bei verschiedenen Mitgliedern einer Prozessorfamilie und haben gesehen, bei EPIC hätten wir etwas mehr Flexibilität bei der Codierung und wir hätten die Möglichkeit, dass die Hardware im begrenzten Umfang auch wieder entscheiden darf, was denn parallel ausgeführt wird. Wir haben beobachtet, es gibt eine zurückhaltende kommerzielle Nutzung, aber so in so ein paar Anwendungen sind diese Architekturen doch im Einsatz. Wir werden im Rahmen der nächsten Vorlesung dann uns noch beschäftigen mit anderen Alternativen, die uns auch wiederum die Energieeffizienz bringen sollen, auf die wir im Moment zielen. Das ist der Stoff, den ich heute gerne vorstellen wollte. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Niemand mag bei laufender Aufzeichnung eine Frage stellen.
Okay, dann danke ich für das Erscheinen und ich wünsche Ihnen frohe Ostertage.